Hallo, willkommen zur Kreativzeit. Heute wird es nochmal österlich. Wir machen so ein kleines Ostergeschenk aus Papier. Dann legen wir mal mit dem Osterkörbchen los. Ihr braucht Kleber, Bleistift, Lineal, Schere. Entweder habt ihr, so wie ich, hier so ein Schneider- und Falzbrett. Wenn ihr das nicht habt, ist gar nicht schlimm. Ihr könnt Lineal- und Falzstift benutzen, hier oder ein Falzbein. Wenn ihr das nicht zu Hause habt, geht auch irgendein Stift oder eine Häkelnadel. Hauptsache ihr habt irgendwas, wo ihr das Papier einfalzen könnt. Ich mag ganz gern zum Fixieren beim Kleben mag ich so kleine Klemmerchen. Dann braucht man keine 17 Finger. Das hält ganz gut. Natürlich braucht ihr noch ein Stück Farbkarton. Also Papier. Kein zu dickes, aber auch kein zu dünnes. Kopierpapier wäre jetzt da eher ungeeignet. Also es sollte schon ein bisschen stärker sein. Ich habe hier noch so ein bisschen Ostergras Papier reingemacht. Und da kann man dann später natürlich hier so ein Häschen noch reinsetzen oder auch einen Geldschein reinstecken, wie auch immer. So, wir fangen an. Ich habe euch hier mal die Maße fürs Papier aufgeschrieben. Ich halte es mal kurz in die Kamera. Die Papiergröße ist 12,5 x 10. Hier habe ich die Falzmaße, die lange Seite 2,5, 5, 7,5 und 10. An der kurzen Seite von jeder Richtung bei 3,5 und den Henkel 1,5 mal 20 cm ungefähr. Ne, da könnt ihr auch länger, kürzer, wie ihr es haben möchtet, zuschneiden. Ich erkläre das jetzt gleich nochmal, wie das alles gemeint ist mit lange Seite, kurze Seite und dann legen wir los. Und zwar habe ich sie jetzt auch noch mal aufgezeichnet. Das Papier sollte dann gefalzt so aussehen. Ich habe es jetzt mal mit einem schwarzen Stift nachgezogen, nur dass man es gut erkennen kann. Also so ein Gitternetz sozusagen. So. Ich nehme jetzt hier mein Falzbrett. Geht einfacher und schneller. Ihr schnappt euch Lineal und euren Falzstift, wie auch immer, und messt euch dann das einfach ab und zieht es dann hier so nach. Ja, das macht ihr mit jeder der Linie, die ich angegeben habe. Also, das habe ich hier schon vorbereitet. Wir machen aber jetzt noch mal eins zusammen. Gucken, dass ich im Bild bin. Und zwar ist das die lange Seite, also die Seite mit 12,5 cm. Wird gefalzt bei 2,5. Ich bemühe mich nicht so sehr, mit der Kamera zu wackeln. Bei 5 cm 7,5 und bei 10. Wichtig ist, die Falzlinie soll man sehen und erkennen, aber nicht durchs Papier durchfalzen. Müsst ihr aufpassen, wenn ihr ein bisschen dünneres Papier habt. Dann an der kurzen Seite, also die Seite, die 10 cm lang ist, wird bei 3,5 von beiden Seiten gefalzt. Also einmal von der Seite, das lege ich mir jetzt auf der kurzen Seite, hier auf der anderen Seite an, weil ich es da einfach besser sehen kann. So. Und jetzt sollte das Papier, ich lege das hier alles nochmal ins Bild, das Papier so aussehen. Das seht ihr, hier sieht man die Falze. Und jetzt schneiden wir ein. Und zwar von unten bis zur ersten Falz
alle Linien. So, jetzt wird auch schon geklebt. Ich bin ein Freund von Flüssigkleber. Ihr könntet aber genauso gut zum Beispiel doppelseitiges Klebeband benutzen. So, und jetzt ist es ganz einfach so, dass wir mit den zwei äußeren Laschen hier anfangen und die so nach Gefühl zusammenkleben. Ja, auf beiden Seiten. Und die anderen Laschen werden dann einfach nur hochgeklebt. Also schaut, dass es ungefähr gerade ist, mittig. So, ich lasse es noch mal kurz stehen. Und schneide mir noch den Henkel zu, 1,5 cm. DIN A4 ist ja 21 cm lang, also kann ich es jetzt auch einfach so lassen. Dann ist der Henkel ein bisschen länger oder ich schneide dann einfach ein Stück ab, das geht auch. So, und dann wird der Henkel einfach hier außen herum geklebt. Und befüllt. So, er ist mir jetzt doch ein bisschen zu lang mit dem 1 cm. Ich kürze es mir noch ein Stück ein. So ein bisschen rund. Tut man sich leichter. Ein bisschen Kleber. Und auch hier könnt ihr natürlich gerne wieder Lineal und Bleistift zur Hilfe nehmen und euch genau die Mitte anzeichnen. Ich bin da, wie gesagt, eher so der Nachgefühl-Typ. Ich klemme mir das hier wieder ein bisschen fest, dann verrutscht auch nichts. Und dann kommt die andere Seite noch dran. Trocknet es noch kurz. Ihr könnt jetzt hier vorne ein Schild drauf machen, ein Herzchen. Ich habe bei meiner Variante hier so einen kleinen Holzhasen drauf geklebt mit Puschel. Könnt auch eine Schleife vorne dran machen oder zum Beispiel hier so ein Blümchen. Ihr könntet den Korb auch mit Blümchen füllen oder hier so dran binden und einfach eine Schleife um den Henkel. Das geht genauso und könnt ihr so handhaben, wie ihr möchtet. So, ich halte noch mal ganz kurz die Maße in die Kamera, dass ihr es sehen könnt und auch noch mal den Zuschnitt. Wie gesagt, eingeschnitten wird dann jeweils hier. Immer bis zur ersten Linie und auf der anderen Seite genauso. So, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln. Und eine schöne Osterzeit.